Das Um und Auf für einen ökonomischen und schnellen Laufstil, egal ob klassisch oder Skating, sind starke Beine. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt im zweiten Teil mit der Beinmuskulatur. Bei den einbeinigen Kniebeugen suchst du dir eine Erhöhung. Du machst du schön den Fersenschub, die Zehenspitzen ziehst du nach oben und gehst langsam nach unten. Das Knie bleibt genau über den Zehenspitzen. Zur Steigerung machen wir die Übung freistehend, sogar bis zum sogenannten Pistol Squat. Wir achten dabei, dass das Knie nach wie vor schön gerade bleibt. Beim Hüpfstoß legst du deine Schultern auf eine stabile Erhöhung, wie zum Beispiel ein Bett oder eine Couch. Die Füße sind hüftbreit aufgestellt, Knie sind circa im rechten Winkel und dann hebst du das Becken maximal weit nach oben, senkst es wieder ab. Zur Steigerung kann man noch ein Gewicht dazu nehmen und weiter heben und senken. Bei den Schlittschuhschritten braucht ihr irgendeinen rutschigen Untergrund. Verwendet das Skateboard von den Kindern, verwendet ein Handtuch auf einem rutschigen Untergrund. Dann gleitet ihr aktiv mit dem Bein nach außen, Zehenspitzenzangen nach vorne und zieht es aktiv wieder zum Körper. Wichtig ist, dass ihr die Spannung im Oberschenkel auf der Innenseite spürt. Zur Steigerung haltet beide Beine gestreckt und fahrt so weit geht nach außen und zieht das Bein wieder an.